Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spaß mit Flaschen. Heute habe ich Mirko zu Gast und der bringt uns einiges an Mentou mit. Ah, moin Torben. Moin, ja. Grüß dich. Danke, dass du mich eingeschaltet hast. Ja, gerne. Eingeschaltet, auch gut. Spaß mit Flaschen. Spaß mit Flaschen. Dann würde ich sagen, du hast hier ja einiges dabei. Was ja, genau, haben wir denn da alles Schönes? Genau, richtig. Ich habe jetzt hier mal Mentou mitgebracht, da gibt es ja ganz viele verschiedene Sorten zu. Da muss man ganz kurz sagen, gibt es einmal, also klassisch Pfefferminz 50%. Uff, das hat schon mal gut geklappt. Das klappt gut. Heute geht es gut. Achso, da ist so eine Dings. Ne? Ja, hier ist so eine Rille. Okay, dann 40% natürlich. Ne? Muss man jetzt ganz kurz zu sagen, der kommt ja aus Finnland. Ne? Ja. Und die Finnen und auch die Schweden, die haben ja alle so hohe Alkoholsteuern und so. Ne? Und für die ist natürlich so 10% dann doch schon ein Unterschied auch preislich. Ne? Ah, okay. So, und deswegen auch die kleine Flasche hier, weil ne, so ein Liter jetzt und so, ich weiß nicht, was da eine Literflasche kostet in dem Land, 50 Euro oder so. 180.000 Euro. So in der Richtung. Ne? So, dann haben wir jetzt hier noch neue Sorten. Jetzt muss ich ganz kurz so sagen, erstmal hier den Black Mint, den gab es angeblich früher auch schon mal, oder wurde okay. Früher auch schon mal produziert, wurde dann nochmal wieder neu aufgelegt. Ich weiß gar nicht, wann war das, 2007 oder so, ne? Ja, kommt hin. Ist noch relativ Mintu. Frisch wieder. Und dann haben wir jetzt hier die neuen Sorten, einmal Schokomint haben sie gleich noch mit dazu gemacht. Dann hier den Chili-Mint und jetzt ganz neu seit 2016 den Polar Pier. Ne? Wow. Was ganz was Leckeres. Auf den freue ich mich ein bisschen, weil da bin ich wirklich gespannt. Bin ich auch ein bisschen gespannt. So, jetzt würde ich sagen, wir probieren jetzt erstmal eben ganz kurz ein, weil ich habe ja gehört, bei dir in Videos wird ja viel zu wenig gesoffen. Also viel zu wenig gesoffen war ein Kritikpunkt. Also geht's heute mal richtig rund. Was willst du zuerst? Ja, lass uns mal den 50-prozentigen. Mich würde jetzt mal einfach interessieren, ob der brennt. Ob der brennt? Ja. Dann zünden wir den doch mal an. Also in dem Moment. Feuerzeug haben wir ja auch hier, ne? Das ist schon mal praktisch. Machen wir natürlich für euch hier vorne im Video. 50%, ja. Ich mache den schon mal auf. Ja, steck mal einen ein. Gut, dann würde ich sagen, zünde ich den mal an. Ich hoffe, das ist jetzt auch überhaupt hier im Bild drin. Boah, der riecht aber gut. Ne? Wo komme ich da überhaupt ran? Ich mache das mal hier oben, ja? Boah. Naja, brennt ja nicht so toll. Der muss doch brennen. So, Himalaya. Ja, so ein bisschen hat er noch nachgeflammt. Siehst du das Feuer? Nee. Doch, der brennt. Der brennt ja immer noch. Aber man kann es nicht sehen. Das ist natürlich schade. Ist ja so eine blaue Flamme. Sieht man das vielleicht hier, dass hier so eine Hitze ist, ne? Nach außen? Ja. Oder ist das meine Brille? Jetzt gleich schmeckt dann da nichts mehr. Nee, ich hab's auch Puste gesehen. Puste den mal aus, sonst ist ja gleich gar kein Alkohol mehr drin. Alter! Jetzt brennt er gut. Was? Wollen wir den auch nochmal anzünden, damit das nicht unfair hier wird? So. Den lassen wir jetzt einfach ein bisschen kürzer brennen. Doch, man sieht hier die Flamme. Ja, ich will mal wieder hier nach unten hin. Eben bei dir konnte man. Ja, ist natürlich total traurig jetzt, dass man das Zuschauer das jetzt nicht sehen. Sehen gar nichts, ne? Ich mach den jetzt einfach wieder aus. Oh, also für euch hat man es gehört, ne? Ja, man hat beim Auspusten gehört, dass. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem, dass der Rand so heiß ist, dass wir den Mund uns verbrennen. Und auch der Schnaps. Sollen wir einfach kurz warten? Ja. Wir warten kurz. Vielleicht erzählen wir noch eine kurze Anekdote. So, ja, ich erzähl eine. Jetzt war hier kein Cut. Beim Mentou ist es ja so. Die Marke, sag ich mal, oder der Name geht ja zurück auf den Mount Mentou, ne? Ja. Also das ist ja ein Berg in Finnland. Und der wird als der finnische Himalaya, glaube ich, genau, bezeichnet. Genau, richtig. Ne? Hat jetzt nicht so richtig mit dem echten Himalaya zu tun, ist nur der Legende nach, gab es da so Felsverschiebungen vom Himalaya und dann ein Teil ist dann irgendwie in Finnland gelandet. Ist aber vielleicht auch komplett erfunden. So, ja, weiß man nicht, ne? So, jetzt können wir auch schon einen trinken. Ja, dann machen wir doch erstmal einen genau gepasst. Mal gucken. Muss erstmal, ne? Cheers. Also, man muss schon sagen, man merkt das, ich wollte erst das Gesicht verziehen, aber muss man gar nicht so stark, weil ich denke mir, wir haben jetzt runtergebrannt auf 40%, ne? Ja. Aber man kann ihn immer noch gut trinken, ne? Also, ich würd ihn jetzt einschätzen, er ist auf jeden Fall so frisch, ne? Also, ist jetzt wie Zähneputzen, finde ich ganz gut. Hm? Auf jeden Fall sehr lecker, ja. Ist übrigens, ich würde auch sagen, also, wir werden vielleicht dann am Ende der Sendung nochmal gucken, ob wir den irgendwie anders noch trinken können. Ja. Aber ich glaube, so als Shot ist das eigentlich schon die beste Erfindung, ne? Das ist die beste Erfindung. So, jetzt, man sieht das vielleicht ein bisschen, wir haben den gekühlt. Ich glaube, das empfiehlt sich auch, ne? Weil ja, so, den solltest warm, du schon kalt trinken. Warm ist das ist auch ja nicht ganz so geil. Schon ein bisschen auf Eis legen. Ja, genau. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier mit dem Mount Mentou.
die Geschichte, genau. Ja, da ist dann so die Sage, dass die Leute von da, die haben irgendwie, da gab es den Eismenschen, der hieß irgendwie Iso Kees und der war so ganz gefährlich, hatten die so Angst vor und dann haben die irgendwie den Minto gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, warum der Minto jetzt ausgerechnet dagegen helfen sollte. Mhm. Jedenfalls haben die den dann irgendwie produziert und dadurch, dass das da so kalt war, hatten die quasi dann schon so eine Kältefiltrierung und dadurch ist er dann klar geworden und dann, also der ist halt so durchsichtig, ganz klar. Und das war wohl für die Zeit schon so ein Novum, sag ich mal, das sowas ja herzustellen. So klar ist, das ist so die Legende, der erste klare Pfefferminzschnaps, der produziert wurde, gibt es wahrscheinlich, mittlerweile gibt es ja noch andere Pfefferminzschnäpse. Ja, dieser Iso-Käse ist hier, glaube ich, auch hinten drin. Ne? Ich zeige euch mal so ein Bild, wie der da so drin in dieser Flasche hinten abgebildet ist. Ist ganz geil, kann man sich angucken. Ja. Blende ich kurz ein. Genau. So, sonst würde ich sagen, probieren wir mal die anderen Sorten, oder? Ja, machen wir mal ein paar Shots fertig. Weil wir müssen ja auch irgendwie fertig werden heute. Ja, soll ja auch was werden. So. Ich hole mal hoch. Ich packe mal irgendwie so zur Seite, dann, was wir jetzt schon haben, packe ich mal jetzt eben kurz hier weg. Oh Gott, was hast du jetzt? Ja, ich dachte, wir machen das heute mal nicht mit Shotgläsern, sondern trinken das aus so Röhren. Das sind genau 6 und wir haben ja genau 6 Schnäpse. Insofern machen wir das jetzt auch fertig. Musst du die auch wieder mit reinkippen. Ach so, ja gut, dann stelle ich die wieder zurück. Ja, dann würde ich sagen, dann schenkst du jetzt mal eben ein erstmal, ne? Ja. Mach doch die anderen schon mal auf. Ja. Dass wir hier nicht durcheinander kommen mit den 50er und den 40er, ne? Ich mache erstmal 50. Warte, stell die mal hier hin. So, hier haben wir den Minto Black, das ist jetzt mit Lakritzgeschmack. Ich bin aber auch gütig heute, ne? Ich muss nicht so voll machen, oder? Ich wollte fast sagen, wollen wir die alle komplett austrinken oder ist die Sendung zu Ende, ne? Das machen wir nicht so voll. So, hier schwarzer Deckel, Lakritzgeschmack, dann haben wir brauner Deckel, natürlich Schokogeschmack, kann man sich ja denken. Auch Schoko habe ich schon mal getrunken. Ich habe aber noch nicht alle Sorten probiert, muss man dazu sagen. Ich habe von denen noch gar keinen getrunken. Den Chili-Mint habe ich zum Beispiel auch noch nicht. Das ist jetzt hier der Chili-Mint. In denselben reingekippt. So, und dann haben wir noch den Polar-Bier. Nein, Polar-Bier natürlich. So, Polar-Bier. Gut, da bin ich mal gleich gespannt. Ja, nicht ich weiß nicht, soll ich vielleicht noch mal eben was kurz Story oder so erzählen? Ja, erzähl mal ein bisschen. Also in den 60er Jahren, also 1956 ist das halt sozusagen die Erfindung oder die erste, wie sagt man, Herstellung oder so, da, wo die Leute da sich vor diesem Iso-Käse retten mussten, der Legende nach. Ne? Und in den 1960er Jahren wurde das dann von der Firma Chemos, wie man das jetzt genau ausspricht, weiß ich nicht, Chemos hergestellt. Das ist so ein Hersteller gewesen für, ja, die hatten verschiedene Sachen, die hatten zum Beispiel auch Pfefferminzbonbons im Sortiment und Kindersachen und so. Ich glaube, die sind dann irgendwann insolvent gegangen oder so, irgendwie so eine Geschichte. Und dann wurden die halt aufgekauft von VS, von der VS-Gruppe da in Finnland, Schweden, Wein, Spirituosen. Das ist so eine staatliche Geschichte gewesen. Okay, die haben auch Absolut hergestellt. Ja, jedenfalls, genau. Und das ist jetzt quasi, mittlerweile gehört das auch alles zu diesem großen Konzern, der ja auch die Marke Absolut quasi vertreibt. Ne? Das ist nur so am Rande. Jetzt würde ich mal sagen, probieren wir mal was. Den haben wir ja schon, ne? Wir gehen da rein und durch. Achso, dann fangen wir. Ja, dann den trinken wir jetzt, ohne dass er gebrannt hat. Müssen wir nochmal probieren. Neu. Oh. Ob er jetzt noch härter geworden ist. Musst du nicht austrinken. Nee, wir schaffen das. Ich kann den jetzt nicht exen. Wobei, so ein kleines. Der Gänse ist schnell weg, ne? Jetzt habe ich ja noch weniger getrunken als du. Ich frage, ob wir jetzt die richtige Trinkreihenfolge überhaupt einhalten, ne? Oder ob man nicht eher von schwach zu stark gehen muss. Also diese ganzen Sorten hier, die haben ja alle 35% nur. Ja gut, aber jetzt haben wir ja schon so die Geschmacksnerven schon weggeballert, ne? Ja gut. Von Anfang an. Gut, okay. Dann setzen wir jetzt einmal bei dem Schwarzen ein und lassen den 40er aus. Ja. Der Schwarze, was ist das? Das ist dieser hier, ne? Was ist das? Black? Das ist Lakritze? Black Mint? Lakritz finde ich super widerlich. Ja gut, du magst das nicht, ne? Ich mag das schon in Verbindung, aber mit Minze kenne ich das auch nicht. Riecht aber nicht so schlimm. Hm? Ja, cheers. Prost, ne? Ja. Lecker. Ah! Nee, ist Lakritz, finde ich nicht so geil.
Ja, es ist ganz interessant, muss ich sagen. Also muss man natürlich Lakritz. Kann man machen, wenn man Lakritz mag, ist ja, glaube ich, richtig gut. Die Dänen und die Schweden sind ja, hier die ganzen Skandinavier sind so ein bisschen bekannt auch für ihr Lakritz, ne? Ja, ja, die mögen das gerne. Insofern eigentlich eine gute Sache. Jetzt haben wir hier noch diese Schoko-Geschichte. Das riecht auch schon richtig nach Schoko. Das ist natürlich so ein bisschen, wie man es klassisch kennt, hier Schoko After Eight oder so, ne? Das ist wahrscheinlich so die Grundidee davon. Kann man auch mal? Machen wir den mal auch ein bisschen leerer. Ja doch, man schmeckt diesen schokoladigen Geschmack durch. Aber der schmeckt auf jeden Fall irgendwie richtig hochprozentig, obwohl das nicht ist, ne? Ja, ist also auch der nicht hat so auf ganz jeden mein Fall, Favorit. Der hat schon richtig, der brennt ein bisschen, aber ja, ist jetzt nicht schlecht. Ich sag mal so, naja. Schmeckt wie so ein Kakao, der einfach mit Wodka aufgefüllt wurde, würde ich jetzt fast behaupten. Ja, doch so ein bisschen in die Richtung. Geil ist er nicht. Ja. So, dann machen wir jetzt mal Chili, ist auch nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, wie scharf das ist, wenn wir gucken. Prösterchen. Oh, riecht auf jeden Fall schon ganz schlimm scharf. Prost. Oh. Ja. Nee. Oh. Eieiei. Chili ist nicht deins, ne? Nee. Jetzt sind auf jeden Fall meine Geschmacksnerven völlig zerstört. Muss man jetzt? Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir mal eben kurz ein Glas Wasser zwischendurch trinken. Ich würde den 40%igen jetzt zwischendrinken, um das wieder so ein bisschen geschmacklich wieder in so eine normale Ebene zu ziehen, damit man als nächstes den... Das ist nicht dein Ernst. Prost. Ja, der schmeckt ja jetzt wie Wasser quasi, ne? Das ist jetzt wie Wasser? Weil man vorher mal den 50%igen getrunken hat, ne? Willst du jetzt noch ein Wasser zwischendurch? Ja, mach mal ein kleines Glas Wasser, weil wir wollen jetzt gerade die neue Sorte, würde mich immer mal super brennen. Ja, die würde mich tatsächlich auch interessieren, weil also die jetzt ist echt neu auf dem Markt. Nicht, dass wir wissen jetzt. Die brennt natürlich nicht, die hat nur 35%, ne? Mach aber nur so einen kleinen Lütten. Ja, ne? Ja klar. So nicht, mach nicht so viel, ich soll auch nicht so viel trinken. Nee, wir machen ja lieber Marmor. Alles klar, weg damit. So, gut, dann probieren wir jetzt diesen neuen hier, diesen Polarpier, dieses grüne Zeug. Das ist halt hier, Pier heißt Birne, Polar ist Polarbirne. Das ist quasi Polarbirne, keine Ahnung. Also wahrscheinlich wuchs die Birne nicht da oben im Polarmeer, aber ich meine Schweden, da gibt es ja schon noch ein paar Birnen und in Finnland wahrscheinlich haben die auch. Dann so gemacht? Ich glaube, es gibt, ich bin mir nicht sicher, aber man kann auch irgendwie so Rezepte machen, so von wegen Birne und dann mit ein bisschen Minze und so und das soll ganz gut schmecken. Wie auch immer, jetzt will ich mal gucken, wie die das gemacht haben, ob das gelungen ist, ne? Cheers. Prost. Ja, finde ich nicht schlecht. Doch. Ist jetzt nicht, also ist sehr künstlich, ne? Also ja, genau, sehr süß, sehr künstlich. Ich überlege gerade, woran erinnert mich das denn? Da gibt es auch irgendwie. Absolut mit Apfel. Bisschen. Aber nicht so süß. Aber schon sehr süß. Woher kennt man denn diesen Geschmack? Keine Ahnung. Gibt es da wirklich irgendein Bonbon oder so? Vielleicht hier gegen Halsschmerzen. Mit Alkohol. Was natürlich, das ist natürlich ganz klar, das hilft natürlich alles hier nicht. Hilft alles nicht gegen Halsschmerzen. So, genau, würde ich mal sagen, was ist denn dein persönlicher Favorit von der ganzen Geschichte? Ich glaube, der normale 40%ige ist mein Favorit. Weil 40? Er nicht so. Ja, der 0,5, oder also auf jeden Fall der normale. Also die Geschmacksrichtung finde ich alle nicht so überzeugend. Sind nicht schlecht. Ja, also wenn du jetzt großer Fan von Lakritz bist, ist das geil, aber ich finde es leider widerlich. Ja, gut, du wenn du großer Chili-Fan halt, ne? bist, ist das geil, finde ich leider widerlich. Der ist okay, der ist auch okay, auch wenn er sehr scharf schmeckt, finde ich. Also so von gut, das sind jetzt aber auch die beiden Sorten, die du komplett eigentlich. Ja, gar nicht hätte trinken dürfen. Na, so gut, okay. Was ist dein Favorit? Ja, also ich würde sagen, klar, ganz klar, auf jeden Fall hier diese beiden. Also geschmacklich tut sich da jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Das kann ich jetzt auch nicht mehr beurteilen, ehrlich gesagt. Aber also ich würde dann wahrscheinlich zum 50%igen greifen. Muss man natürlich immer aufpassen, ne? Wenn man 50%igen trinkt und dann in Wirklichkeit, man ist immer so 40%igen gewohnt, das kann einen ganz schön aus den Socken hauen. Das ansonsten stimmt. Ist natürlich hier ganz gut. Also eine Flasche Mentou kann wehtun. Ja, die haben alle ganz ordentlich Volumen, ne? Ordentlich Volt. Und ich fand den aber jetzt echt ganz lecker, muss ich sagen. Also ja, der war nicht schlecht, aber sehr süß. Ja, aber mal was anderes, ne? Ganz überraschend. So, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz rezeptmäßig was bringen. Und zwar, die haben das jetzt quasi schon mit Schoko rausgebracht, aber es gibt wohl diese Tradition oder so, dass man das auch mit heißer Schokolade trinken kann. Ne? Mit heißer Schokolade, da habe ich heiße Schokolade mal mitgebracht. So, zwei Gläser. Da brauchen wir mal irgendwie was zum Abmessen oder so, würde ich sagen. Ja, hatte ich mal da, steht jetzt ach vor so, dir. Hier vorne ist was. Ah, super.
Alles klar. So, dann würde ich sagen, was machen wir rein? 50? Wir müssen ja heute noch dazu was führen. Wie viel brauchst du? Ja, eigentlich 4CL. Insofern ist das, glaube ich, ist die Größe ganz gut. Ja? Mach mal rein. So. Soll ja auch nach was schmecken. So, und jetzt hier noch ein. Warte mal, zwei Strohhalme. Vielen Dank. Das musst du gleich aber ein bisschen umrühren. Ich sehe, das schwimmt da gerade richtig schön oben drauf. Richtig schön. Lecker, ne? So. Rühren wir mal ein bisschen. Aber ich vermute mal jetzt, dass dadurch, dass wir jetzt eh schon einem Tee haben. Ja, ich wollte gerade sagen, man merkt ja, dass man jetzt nicht den ersten trinkt. Das ist aber gut. Aber ich rieche schon die Schokolade. Also ich muss kurz sagen, das ist jetzt so ein bisschen fertige Schokogeschichte. Ne? Man kann natürlich sich auch irgendwie Schokolade in den Topf tun. Einfach, ne? Habe ich jetzt mal nicht vorbereitet. Und was? Dann hier so schön, also mit richtig guter Schokolade und so, ne? Das ist natürlich auch was Besonderes. Klar, du kannst auch so fertige Sachen nehmen. Oder wenn man aber richtig was Geiles haben will, ne? So, ich würde sagen, probieren wir. Ja, cheers, cheers. Na, das schmeckt aber richtig geil. Ja. Aber ich schmecke jetzt auch kein Alk mehr raus, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich glaube, es schmeckt nicht mehr wie leichte, also wie einfache Schokolade oder die Schokolade, die du gekauft hast, war so schlecht, dass sie jetzt schon wie irgendwie komisch schmeckt. Aber es schmeckt auf jeden Fall gut. Also, es kann man richtig geil trinken. Ja, ich finde es auch cool. Ich würde es jetzt austrinken, aber wir haben noch einiges vor. Wir haben noch ein paar andere Getränke. Prost. So. Cheers auf euch. Und zwar. Was hast du noch? Was brauchst du? Gläser? Ach so. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal hier, es gibt ja noch so eine Geschichte. Also das ist jetzt wirklich ganz traditionell gewesen. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten das jetzt nochmal probieren mit Limetten oder so. Vielleicht machen wir das mal eben schnell. So, geh mal her. Die Runde geht an dich. Super, jetzt brauchen wir noch, den Jigger. Was? Ach hier, den Jigger. So, jetzt machen wir hier nochmal wieder ein bisschen Minto rein. Ich würde sagen, mittlerweile reichen 2 CL, nicht? Nee, mach mal 4. Nein, mach 2, das ist einfach ziemlich zu wenig mit dem Wettensaft. So, machen wir mal 2 CL rein. So, 1 und nochmal 2. So, genau, das ist jetzt einfach ein bisschen Sodawasser. Ich habe jetzt hier einfach mal Mineralwasser, glaube ich, ne? Haben wir da stehen. Wie viel? Ich würde sagen, füll mal ein bisschen auf. Mach mal ein bisschen ordentlich. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwo einen Löffel oder soll ich hier einfach... Was denn? Das noch ein bisschen umrühren hier, ne? So, ja, wir nehmen den Schuh einfach von der anderen Seite. Können wir ihn nehmen, komm. Ist doch egal. Schmeckt bislang nicht so geil. So. Cheers. Also wie gesagt, das ist jetzt so ein... Entschuldigung, ich bin ein bisschen rot. Das ist jetzt auch so ein bisschen ein Experiment einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo habe ich das gelesen? Im Internet. Mal jetzt so, ne? In den weiten Welten. Im Internet eingegeben, wie kann ich irgendwie Mintu... Das ist ja geil schmeckt. Ja. Gut. Zum Wohl. Ja. Schmeckt ganz gut, aber kaum nach Mintu. Ja, das ist, weil wir zu viel Limettensaft reingemacht haben. Viel zu viel Limetten. Ja. Und zu wenig Mintu. Dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Mintu rein. Das ist gar nicht. Aber egal, wir machen den 40%igen zum 50%igen. Ist ja egal. Ich glaube, das war ein guter Schluck. Ja, ich habe hier auch nochmal so nachgegossen. Ja, ist halt so, ich habe halt mal überlegt, weil du kennst das vielleicht auch, ne? Man trinkt so kurze, aber du kannst ja nicht den ganzen Abend kurze trinken, ne? Cheers. Das stimmt. Cheers. Jetzt merkt man auf jeden Fall, dass es mehr drin ist, aber ich glaube, das ist ein gefährliches Getränk. Ja, man merkt ja wirklich, also es schmeckt halt so ein bisschen sauer von der Limette, aber man schmeckt nicht wirklich den Alkohol, ne? Schmeckt nur sauer von der Limette, man schmeckt gar keinen Alkohol eigentlich. Aber man schmeckt es aber schon, Minze kommt raus, ne? Ja, ein bisschen, also man hat die ganze Zeit das Gefühl, man würde sich abends noch, also man müsste nicht mehr die Zähne putzen jetzt. Ja. Eigentlich ganz gut. Kann man abends, machst du schön so eine Mische? Ist, glaube ich, echt ein bisschen gefährlich, würde ich daher nicht unbedingt empfehlen, aber ist eine Möglichkeit. So, jetzt haben wir noch mal einmal, ich dachte so, was kann man sonst noch machen? Haben wir noch 2 Gläser vielleicht? Ja. Das ist mein Wasserglas. Mein Wasserglas, alles klar. Und jetzt machen wir einfach mal mit O-Saft und gucken mal, was dabei rauskommt. Einfach mal so als kleine Alternative zum Schluss. Wie viel O-Saft brauchst du? Ja, mach einfach so halb voll und ich mache einen Schuss Minto rein. Einfach so Pi mal Daumen, ne? So. Vielleicht ist das noch eine Möglichkeit. Ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz viele Rezepte gefunden. Ja, ich glaube, das vielleicht ist auch was du einfach pur trinkst, ne? Also da trinkst du so runter und dann zack, ist das Ding weg. Aber vielleicht können ja deine Follower hier... Ja, wenn ihr was habt, Leute, wie trinkt ihr euren Mintu, wenn ihr ihn trinkt? Bitte trinkt ihn. Oder, ne? Also dann ballert mal in die Kommentare. Wie trinkt ihr den? So, ich gehe nochmal. Prost. Schmeckt schon wieder...
einfach wie O-Saft mit Pfefferminze, ist aber irgendwie auch nicht geil, oder? Mm, ja, aber es ist eine Möglichkeit, wenn man jetzt sonst noch nichts im Haus hat. Ja, ist jetzt, wenn so, man jetzt morgens aufstehen würde und sagt, oh, wie kann ich jetzt anstatt Zähne putzen, dann machst du also morgens das und abends die Limette vielleicht. Hm? Also auf jeden Fall nein, nein. Nehme ich zurück. Ich sage, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das jetzt nochmal als Longdrink zu trinken. Ist jetzt nicht ja besonders geil, aber ich sag mal ehrlich gesagt, Wodka O ist auch nicht besonders geil. Ne? Oh, das also, stimmt. Gut. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwelche Fakten vergessen oder so? Wollte ich noch irgendwas sagen? Nee, ne? Eigentlich haben wir alles. Ich glaube, das ist alles gesagt, das ist alles ausgetrunken. Leute, ich hoffe, das war nicht zu lang. Wir haben euch ein bisschen gut unterhalten. Gebt in den Kommentaren ab, wie trinkt ihr euer Mentou? Wie trinkt ihr allgemein? Was, ja, was wünscht ihr euch als nächstes für ein Thema? Habt ihr irgendwelche Ideen? Und ja, das wär's von meiner Seite. Wo ihr die ganzen Sachen, auch diese Dinger kaufen könnt, verlinken wir euch in der Kommentarbox. Das hier war tatsächlich das beste Getränk des Tages. Ja, fand ich. Und insofern, ja, schaut noch mal rein. Spaß mit Flaschen. Na, 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 na. Spaß mit Flaschen, Spaß mit Flaschen, wow.